Um die Muskeln des Unterarms besser verstehen zu können, müssen wir uns mit den anatomischen Gegebenheiten des Unterarms noch einmal vertraut machen. Wir haben hier den Humerus, hier Radius, hier Ulna, das ist die Handwurzel, Carpus, und hier haben wir die Finger, die Digiti und die Phalangen. Hier im Ellbogengelenk können wir Flexion, Extension und Pro- und Supination machen. In der Supinationsstellung sind die beiden Unterarmknochen parallel. In der Pronation überkreuzen sich die Unterarmknochen. Und da ist auch schon das erste Problem, warum wir uns oft schwer tun, die Unterarmmuskeln zu verstehen. Die Unterarmmuskulatur teilen wir mal prinzipiell in eine mediale und laterale Gruppe ein, beziehungsweise in Flexoren und Extensoren. Die Flexoren und Extensoren entspringen entweder lateral oder medial. Wir können uns hier das Wort Latex merken, lateral die Extensoren, medial die Flexoren. Und zwar gehen wir da immer vom Epicondylus medialis oder Epicondylus lateralis des Humerus aus. Das heißt, die laterale Gruppe ist die Extensorengruppe und die mediale Gruppe ist die Flexorengruppe. Was heißt jetzt Extensoren und Flexoren in Bezug immer auf die Hand, das Handbeugen und die Fingerbeugung sind das die Flexoren. Und wenn wir hier umdrehen, dann ist das hier eine Extensionsbewegung. Und wir sehen auch schon, bei der Supinationsstellung tun wir uns deutlich leichter, uns die Muskeln bei uns selbst anzuschauen, weil eben hier die Unterarmknochen parallel stehen. In der Pronation überkreuzen sie sich. Das heißt, die Extensorengruppe ist immer ein bisschen schwieriger zum Lernen. Die Extensoren beginnen hier mit Epicondylus lateralis humeri und durch die Kreuzungsstellung des Radius über die Ulna sind sie in einer anderen Position, als wenn wir hier in der Supinationsstellung die Knochen parallel haben. Wo können jetzt unsere Unterarmmuskeln hinziehen? Wir beginnen ganz kurz bei der Flexorenschichte. Die Unterarmbeuger können entweder hier etwas mit den Fingern machen. Da gibt es einen Flexor digitorum superficialis und einen Flexor digitorum profundus. Flexor digitorum, Fingerbeuger, einen oberflächlichen, einen tiefen. Und dann haben wir noch einen Flexor carpi radialis und einen Flexor carpi ulnaris. Was heißt carpi? Carpus, die Handwurzel. Flexor carpi radialis ist hier auf der radialen Seite. Flexor carpi ulnaris beugt hier auf der ulnaren Seite. Das heißt hier bei den Flexoren Flexor digitorum superficialis, Flexor digitorum profundus, Flexor carpi radialis, Flexor carpi ulnaris. Dann haben viele Menschen hier noch in der Mitte einen Muskel liegen, der sehr oberflächlich liegt, der den Handteller spannt. Das ist der Musculus palmaris longus. Dann haben wir auf der Flexorenseite noch die Pronatoren. Da gibt es einen Pronator teres, einen runden Pronator und einen Pronator quadratus, einen viereckigen Pronationsmuskel. Die Pronatoren beginnen immer auf der ulnaren Seite und enden immer beim Radius. Der Pronator teres hat ein Caput humerale, ein Caput ulnare und die enden hier am Radius. Pronator teres und der Pronator quadratus liegt circa hier und zieht hier vom Radius zur Ulna. In der tiefen Schicht fehlt uns noch ein Muskel und zwar der Flexor pollicis longus. Das ist der lange Beuger des Daumens. Das heißt, wir fassen einmal noch einmal unsere Unterarmflexoren zusammen. In der oberflächlichen Schicht haben wir hier den Pronator teres, den Flexor digitorum superficialis, den Flexor carpi radialis, den Flexor carpi ulnaris und hier sehr oberflächlich liegen den Palmaris longus, der hier den Handteller, die Palmarbonerose, spannt. In der tiefen Schicht haben wir den Pronator quadratus, Flexor digitorum profundus und den Flexor pollicis longus. Bei den Extensoren haben wir ein ähnliches Prinzip. Auch hier wieder haben wir Muskeln, die den Handteller strecken. Hier müssen wir allerdings aufpassen. Wir haben einen Extensor carpi radialis longus und einen Extensor carpi radialis brevis.
einen Extensor Carpi ulnaris. Dafür haben wir hier nur einen Extensor digitorum, das heißt nicht einen superficiale, sondern einen profundus wie auf der Flexorenseite. Allerdings haben wir hier zusätzlich einen Extensor indicis und einen Extensor digiti minimi, das heißt wir haben Muskeln, die hier zusätzlich den kleinen Finger und den Zeigefinger strecken können. Ein sehr wichtiger Muskel aus der Extensorengruppe ist der Musculus brachioradialis. Brachio, Arm, radialis zum Radius, der entspringt hier an der Crista supracondylaris lateralis des Humerus, das heißt ein bisschen oberhalb vom Epicondylus lateralis, circa hier, und zieht hier zum Prozessus styloideus. Brachio radialis zum Prozessus styloideus, der bringt den Unterarm in eine Mittelstellung zwischen Pro- und Supination, das heißt, er macht den Arm genauso und wäre auch, wenn ich hier den Arm gegen Widerstand draufdrücke, der erste Muskel, den ich hier in dieser Position auch sehr gut sehen kann. Was macht der Brachioradialis noch? Der bringt nicht nur den Unterarm in eine Mittelstellung zwischen Pro- und Supination, sondern macht natürlich auch eine Flexion im Ellenbogen. Der Extensor Carpi Radialis Longus und Extensor Carpi Radialis Brevis entspringen beide hier am Epicondylus Lateralis Humeri. Der Extensor Carpi Radialis Longus zieht zum Os Metacarpale 2, das heißt, der zieht hierher, und der Extensor Carpi Radialis Brevis zieht zum Os Metacarpale 3, das heißt, der zieht hierher, sie entspringen hier, hier geht der Longus hin und hier der Extensor Carpi Radialis Brevis. Der Extensor Carpi Ulnaris entspringt auch hier und hat seinen Ansatz hier am Os Metacarpale 5. Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Carpi Radialis Brevis und hier der Extensor Carpi Ulnaris. Der Musculus Extensor Digitorum entspringt ebenfalls hier im Epicondylus Lateralis Humeri und der zieht zu den Dorsalaponeurosen des zweiten bis fünften Fingers. Dann haben wir noch den Extensor Digiti Minimi, er entspringt auch hier, zieht als zweite Sehne hier zum Fingerendglied des fünften Fingers, und der Extensor Indicis zieht hierher noch zum zweiten Finger, also zum Zeigefinger. In der tiefen Schicht der Extensoren haben wir hier oben noch einen Muskel, und zwar den Musculus supinator. Der Musculus supinator entspringt auch hier am Epicondylus lateralis humeri, auch hier vom Ligamentum annulare radii, und der zieht hier auf die Innenseite vom Radius. Wir sind ja jetzt in einer Pronationsstellung. Wenn ich mir vorstelle, dass hier drinnen ein Muskel seinen Ansatz hat, dann macht er genau diese Bewegung, das heißt, er bringt den Unterarm in eine Supinationsstellung. In der tiefen Schicht haben wir noch den Musculus abductor pollicis longus, den Extensor pollicis brevis und den Extensor pollicis longus. Das sind die Muskeln vom ersten und dritten Streckersehnenfach, und in der tiefen Schicht eben noch der Extensor indicis. Wir fassen noch einmal die Muskeln der Extensorengruppe zusammen. Die Extensorengruppe liegt lateral. Der erste Muskel, der hier liegt, ist der Brachioradialis. Brachioradialis bringt den Unterarm in eine Zwischenposition zwischen Pro- und Supination. Dann haben wir den Extensor Carpi Radialis Longus, Extensor Carpi Radialis Brevis und den Extensor Carpi Ulnaris zum zweiten, dritten und fünften Mittelhandknochen. Dann haben wir noch den Musculus Extensor Digiti Minimi, der hier den fünften Finger streckt, und natürlich der Musculus Extensor Digitorum hier zu den Dorsalaponeurosen des zweiten bis fünften Fingers, der streckt dann hier die Fingerendglieder. In der tiefen Schicht haben wir hier oben den Musculus Supinator, der eine Supinationsbewegung macht, und dann haben wir hier noch die kurzen Muskeln, den Abductor Pollicis Longus, Extensor Pollicis Brevis, Extensor Pollicis Longus und hier den Extensor Indicis.